Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um eine neue Hardware für meinen alten guten Commodore C64. Ja, wie ihr vielleicht hier schon gesehen habt so ein bisschen, habe ich etwas vorbereitet. Beziehungsweise ich habe etwas bekommen von den guten Amazon-Lieferanten. Und zwar diesen wunderschönen Joystick hier. Ja. Und zwar bin ich ja schon auf der Suche nach einem vernünftigen Joystick, im Endeffekt schon seit gefühlt einer geraumen Zeit. Und ich war immer auf der Suche nach einem Joystick, welcher halt eben keinen Klick hat, also sprich keine Mikroschalter, weil dieses komische Rumgeklicke geht mir auf den Keks. Davon habe ich so einige, nur von den Joystick ohne Klick, wie zum Beispiel der hier. Genau, wie man hört, hört man nichts. Schön, ne? Hier hört man zwar so ein bisschen mechanischen Klick, aber auf dem zum Beispiel etwas weniger. Aber der hat jetzt zum Beispiel keine Mikroschalter. Mit dem war ich immer eigentlich hoch zufrieden. Nur der ist jetzt auch schon mittlerweile, ich denke mal so 40 Jahre alt. Und ich merke doch, er gibt so langsam den Geist auf. Es kommt nichts, es führt nichts drumherum. Ich brauche einen neuen Joystick. Nur einen ohne Mikroschalter zu bekommen ist unwahrscheinlich. Oder was heißt unwahrscheinlich, ist es schwierig. Und dann bin ich auf den YouTube-Kanal gestoßen, Adrian, glaube ich. Der macht auch sehr viele Retro-Videos und der hat diesen Joystick hier vorgestellt. Und entscheidender Kaufargument war, dass er gesagt hat, die Mikroschalter werden leise. Ich so, wow, die sind leise. Was gibt es? Ich dachte so, komm, ich riskiere es mal. Ich investiere mal 52 Euro und kaufe den. Der ist heute angekommen. Ich habe den auch schon getestet. Und ich muss sagen, der ist super. So viel schon mal vorweg. Jetzt tue ich trotzdem mal so, als ob ich den zum ersten Mal auspacken würde. Genau, ich unboxe ihn. Ich packe ihn aus. Er ist natürlich jetzt nicht original so drin, wie er ursprünglich drin war. Aber so das Grundprinzip ist, denke ich mal, klar. Hier ist ein Joystick drin. Ich meine, wenn man das gute Schätzchen verschenken will, ist die Verpackung eigentlich auf jeden Fall ganz gut gemacht, auch so ein bisschen wertig, sag ich mal. Hier ist noch eine Tüte drin, mit dementsprechend so einiges an Zubehör. Hier ist irgendwie noch so eine Art Gummi drin und irgendwie so eine Schraubverbindung, Kabelverbindung. Ja, das werde ich auf jeden Fall aufbewahren, für den Fall, dass man dementsprechend etwas mal reparieren muss. Und hier steht auch nochmal der Anbieter drauf. RetroRadionICS.com, so heißt der Anbieter hier wohl. Und ich würde sagen, das ganze Ding ist auf jeden Fall okay. Genau, er hat eigentlich alles, was ein Joystick braucht. Ja, der hat dementsprechend zwei Feuerknöpfe. Hier ist einer, hier ist einer. Und hier wäre auch noch eine Verrasterung für Autofeuer, on, Autofeuer off und für jeden Schalter extra. Wie gesagt, ich habe den früher schon getestet und habe festgestellt, oh, es geht ja nur der linke Feuerknopf und der rechte geht nicht. So, ja super, kannst das Ding wieder zurückschicken. Aber dann habe ich nochmal auf der Webseite nachgelesen, das ist extra so, dass halt eben nur ein Feuerknopf angeschlossen ist. Genau, wenn man ihn auf der anderen Seite haben möchte, dann muss man das wohl aufschrauben und irgendwie ein Kabel umswitchen. Da ist wohl auch eine Anleitung mit dabei. Das habe ich jetzt nicht weiter befolgt, den Text. Auf jeden Fall, wie gesagt, standardmäßig ist der linke Feuerknopf ja aktiv. Für Rechtshänder ist das, denke ich mal, genau richtig. So, dann mache ich mal hier die Hülle ab. So. Genau, hier sind noch solche Schutzaufkleber drauf, die könnte ich ja mal abziehen. Ansonsten, bei mir war der jetzt komplett zusammengebaut. Ich meine, viel zum Zusammenbauen gibt es ja nicht. Hier ist eine Kugel drauf, die kann man wohl abdrehen. Dann kann man dementsprechend auch wieder draufdrehen. Mal gucken, vielleicht mache ich da so ein bisschen Loctite drauf. Ich denke mal, mit der Zeit wird er sich bestimmt so abrödeln. Ansonsten fühlt sich schon sehr wertig an, auch die Knöpfe hier. Also das macht schon ordentlich was her. Und wie man hört, ich bin jetzt mal ganz leise. Klar, man hört es, er ist nicht mucksmäuschen still. Aber ich würde doch sagen, ich hole mal eben einen anderen Joystick raus. In erster Linie klingt der dumpfer, nicht so grell, so wie dieser Joystick hier. Und also mir geht das mit der Zeit auf den Keks. Gerade wenn man solche klickintensiven Spiele spielt. Also
einem direkten Vergleich. Also wesentlich dumpfer. Vielleicht nicht zwingend leise, aber zumindest dumpfer. Also angenehmer. Ich finde es angenehmer. Als wie dieses klassische Klicken. Das finde ich schon mal, haben die auf jeden Fall sehr gut gemacht. Das Kabel hat, macht eigentlich auch einen wertigen Eindruck. Das ist nicht so steif, das ist so richtig so gummiartig. Und da hoffe ich auch mal, dass da mit Kabelbrüchen in den nächsten 10 Jahren nicht mitzurechnen ist. Wie gesagt, ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache und ein bisschen Rumgemecker und Rumgezicke auf einem hohen Niveau, keine Frage. Aber ich glaube, mit diesem Joystick habe ich zumindest vom Sound her erstmal einen sehr guten Joystick gefunden. Ein bisschen schwammig, ja, das stimmt, aber das meine ich jetzt ja auch nicht negativ, diese Schwammige, sondern im Gegenteil. Ich finde das so ganz gut, dass man hier wirklich so ganz leicht, ganz sanft nur touchen braucht. Und dann, betätigt man schon den Mikroschalter. Hier, die Kappe hier ist etwas lose, aber andererseits, die gibt ja auch dementsprechend so ein bisschen nach, wenn man da jetzt so den betätigt. Ist das wohl so konstruktionsmäßig gewollt und gewünscht? Gut, den Ersatz, den packe ich erstmal gut weg für schlechte Zeiten. Ja, ich würde sagen, ich mache mal jetzt sofort einen Praxistest mit meinen Lieblingsspielen. Man hat ja eigentlich immer so persönlich so ein paar Referenzspiele, wo man das so gut miteinander vergleichen kann. Dann schließe ich mal den Joystick an. An meinen Commodore C64C. Joystick Port 2. Oh ja. Ja, da merke ich schon beim ersten Touchen. Der funktioniert ja richtig gut. Also ungewohnt, so mit dem alten Joystick, da musste man ja mal so richtig so schön so reinknüppeln. Und hier ist wirklich etwas nur für zarte Hände. Eigentlich, da ich ja so ein bisschen grobmotorisch bin, eigentlich eher nichts für mich. Aber wie gesagt, daran werde ich mich auf jeden Fall auch gewöhnen. Ja, und hier kann man halt eben dann dementsprechend dann feuern und die Taste funktioniert nicht. Aber ist auch so gewollt. Ja, wie das mit dem Autofeuer funktioniert, weiß ich noch nicht. Also so schon mal nicht, da tut sich wohl nichts. Ja. Ja, und hört selbst die Klickgeräusche, die müssten die eigentlich im Rahmen halten. Mach mal eben jetzt hier den Ton über die Lautsprecher aus. Beziehungsweise leiser, sonst hört es nicht verdoppelt. Ich meine, ich wollte ja auch den Sound von den Joystick hören. Ja, perfekt, würde ich sagen. Es ist noch etwas ungewohnt, aber es fühlt sich sehr gut an, auf jeden Fall. Direktes Ansprechverhalten. Ja, so muss auch ein Joystick sich anfühlen. Und vor allem auch keine Aussetzer. Die andere Joystick, der hatte manchmal so Aussetzer. Dann hat man ihn in irgendeiner Richtung betätigt. Passierte nichts. Und ich behaupte mal, das wird bei dem jetzt nicht so sein. Da gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Schlechter Joystick? Nein. Schlechter Spieler. Also die Ausrede gibt es nach wie vor. Aber nicht mehr schlechter Joystick. Ja, ihr seht selbst, also das klappt hier alles wunderbar. So muss es auch sein. Oh, da war knapp. Also ich denke mal, Linkshänder müssten dann den Joystick einmal aufschrauben und irgendwie den Schalter umswitchen. Wie gesagt, die Anleitung gibt es auf jeden Fall auf der Homepage. Die habe ich selbst gesehen, aber ich habe es mir auch nicht durchgelesen, weil das bei mir höchstwahrscheinlich nur, wenn ich mal den vielleicht reparieren muss, in 10 Jahren oder in 40 Jahren, dann wird das Thema vielleicht nochmal interessant.
Ja, das klappt alles prima. Das klappt alles. Also er tut, was er tun soll. Er funktioniert. Und macht einfach nur Spaß, den in der Hand zu haben. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil der Knüppel ja doch ein bisschen klein ist. Aber weil er so feinfühlig ist, reicht es wirklich aus, den nur so ganz sanft zu betätigen. Da braucht man also nicht mehr die ganze Faust, so wie früher. Was war das denn? Habe ich hier nicht getroffen? Okay, Spiel, würde ich sagen, Test, den ersten Test überstanden oder bestanden. Jetzt schaue ich mal nach, ob ich noch was anderes finde, was so ein bisschen, ja, wo ich so ein bisschen so das Feeling jetzt so kenne. Zum Beispiel Super Cycle. Ja, ich würde sagen, ich spiele mal jetzt eine Runde Super Cycle komplett durch. Ich denke mal, ich werde für euch da so einen Schnitt einbauen, damit es nicht ganz so öde wird für euch. Und so ein paar Highlights werde ich dann dementsprechend wohl drin lassen. So, ich habe jetzt meine aktuelle Highscore-Liste geladen. Und eigentlich müsste ich mit dem Joystick jetzt rein theoretisch mehr Punkte erzielen. Dann hat er den Test bestanden. Ich muss hier so ein bisschen anders hinsetzen. Weil ich halte den Joystick jetzt ein bisschen schräg, damit der vernünftig in der Kamera ist. Ich könnte jetzt die Kamera auch umplatzieren. Das würde jetzt, glaube ich, mehr Sinn machen. Aber für das Level sollte das jetzt auch so funktionieren. Das erste Level ist nicht ganz so schwierig. Also zum, ja, zum Reinkommen ist das immer ganz gut. Weil hier driftet der nämlich nicht weg im ersten Level. Und im zweiten Level oder auf der zweiten Rennstrecke sieht das da schon so ein bisschen anders aus. Strecke Nummer 2, auf los geht's los. Klein gegen groß, auf los geht's los. Ja, jetzt fängt er schon an zu driften. Ich muss schon ein bisschen auch schon mal abbremsen. Ich war jetzt richtige Supercycle-Profis, die brauchen die Bremsen. Ich aber schon. Uiuiuiui. Okay. Da war der erste Crash. Oh. Ja, die Knöpfe sind auch ein bisschen sensibler. Muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Jetzt mal sofort im dritten Gang. Ja, von der Seite kann man die ruhig berühren, nur nicht von hinten. Oder manchmal überholen die einen auch. Von einem, so wie jetzt, von hinten in die Karre. Dann liegt man auch auf der Nase. Natürlich der Computer in dem Sinne natürlich nicht. Der kann das natürlich. Ja, die Runde war jetzt nicht so gut. Ah, jetzt kommt das Gewitter. Ja, schön. I love it. Ist das nicht super gemacht mit dem Gewitter? War damals fasziniert. Was darf am Gewitter nicht fehlen? Natürlich so ein paar Regenpfützen. Und die fallen natürlich genau wie Eis und wie das Öl. Gut, dass er noch ein bisschen zur Seite gegangen ist. Den Gefallen tun die eigentlich immer. So wie jetzt. Oh. Und, ah, noch eine Kurve. Okay. Hui.
Jetzt aber. Jawohl. Oh, 57 Sekunden noch? Also das von der Seite antatschen geht, etwa so, zack. Oder so. Nein, nicht getroffen. Oder so. Ha. 139, oh, das 140, 141. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Ich glaube, das ist ein persönlicher Bestrekord. Jawohl, hey. Platz 1, natürlich der Tuxer. Geht auch ein kleines E. Jawohl. 144.000. Prima. Saving High Score. Ja, also ich würde sagen, damit hat der Joystick hier definitiv den Test überstanden und bestanden. Ich würde sagen, zwei Tests alleine reichen nicht. Genau, wir könnten mal Sanxion spielen. Sanxion ist, glaube ich, dieses Ballerspiel. So, Sanxion, Player 1, get ready, Level 1. Geht dir kein Dauerfeuer? Ach so. Ah, cool. Man muss den kleinen Knopf unten reindrücken. Also jetzt kann ich auf jeden Fall mal oben unten testen. Also die Richtung, die ich noch nicht getestet habe, nach unten. Und ich muss sagen, oh Wunder, Wunder, auch nach unten funktioniert prima. Boah. wer bist du denn? Granate. Von hinten, von vorne, von überall kommen die. So schnell ist das für mich. Da komme ich mir klar. Boah, nee. Weil ich ein bisschen schneller fliegen will, ist bei mir Game Over. Gut, ich würde sagen, auch diesen Test hat der Joystick prima überstanden. Und bestanden natürlich. So, auf los geht's los. Volle Konzentration. Nur keinen falschen Fehler machen. Spielprinzip ist eigentlich klar. Entweder hüpfen, Fausten oder sliden. Viel mehr kann man hier nicht machen. Feuerknopf braucht man hier bei diesem Spiel nicht. Nur die Richtungstasten. Richtungstasten braucht man auch nur drei. Nach oben, nach unten, nach rechts. So, das war's. Also eine vierte Richtung. Das würde ich, glaube ich, eh nicht mehr schaffen. Oh, da habe ich abgelost. Ja, das war so ziemlich die schwierigste Stelle bei dem Spiel. Die habe ich jetzt auch geschafft. Das dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Nein! Zwei Fehler! Zwei Fehler! Da war ich doch ein wenig zu überheblich. Ja. Gut. Zwei Fehler habe ich doch gemacht, aber wie gesagt, das liegt nicht am Joystick. Das liegt definitiv dann an dem Spieler. Und ich muss sagen, auch hier hat sich der Joystick prima geschlagen, auf jeden Fall. Das war für euch oder für mich der zweite Versuch. Ich denke mal, nach dem Schnitt ist es, seht ihr nur den einen Lauf. Und auch diesen hat er, wie gesagt, prima überstanden. Wie gesagt, Qualität ist gut, Klickgeräusch ist gut, Ansprechverhalten ist gut, liegt gut in der Hand.
Man muss natürlich fest auf dem Tisch so aufsetzen und dann hat man auf jeden Fall einen guten Grip. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Stopp. Glück auf!